Judy und Hallöchen, na, da sind wir wieder zurück. Hier bei unserem Let's Play Civilization 6. Dicker als der Chinesen, ja. Aus dem Lande von Fu Manchu, noch 6 Runden, da haben wir so eine Pumpe fertig. Und ich glaub, mein Schwein pfeift, wenn ich mich umgucke, das sieht in einer jollenden Zukunft aus. Das Einzige, was mich stört, ist, dass der hier am Ich glaube, der ist nicht vor der oder Sack, aber er rückt mit seiner Einheit noch nicht raus. Ne? Also ist ja auch nicht so, dass er jetzt wahnsinniger Kriegstreiber ist. Boah, also mehr jede schöne Informationszeit. Und ich komme hier nicht voran, war das ist schon krass. Also das ist schon heftig. Deswegen musste ich jetzt auch mal eingreifen, Sachen so bauen. Na, du ziehst da wieder rein. Du gibst da Mühe, du gehst erstmal jetzt, wenn sie fliegt, nach da. Wenn sie fliegt. Das ist. Ofen, ich will eine Werkstatt leisten. Ist ja klar, Produktion für alles andere, wa? Und dann machen wir das. Du baust einen Händler. Okay, das muss hier schnell gehen, irgendwie so. Dann muss ich das hier wieder aufforsten. So nach und nach muss das hier so alles werden. Ja. Aber ich denke, das soll ich auch schaffen. Bevor ich hier weiter rum Berlin und euch das Kotzen kommt, jetzt mal bei Berliner nicht besonders gut ist, denke ich mir, spreche ich wieder nochmal. Ja, ich komme aus Berlin, aber das heißt ja nicht, dass ich hier muss, als sei ich aus dem 19. Jahrhundert. Ich kenne zwar das Milieu, was der Zille so beschrieben hat, das heißt ja nicht, so quasseln muss er doch daherkommen, oder? Darum mache ich es auch meistens nicht. So. Ja, schön. Produktivität ist mir wesentlich wichtiger als das. Und dann hoffe ich ja bloß. Das. Ah, genau. Ich habe eine Idee. Hier. Ich setze alles auf Produktivität. Der Eiffelturm eher fertig wird. Wir freuen uns, euch zu unseren geschätzten Freunden zu zählen. Wir hoffen, dass dies auf Gegenseitigkeit beruht. Wir würden uns freuen, der Welt zu zeigen, dass wir in Freundschaft geeint sind. Diese Mimik und Gestik von ihr ist einfach göttlich. Salim hat sich bei Victoria für die Kooperation Hedonist. Aha. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte wissen müssen, dass ich nicht vor Spionage, dass ihr nicht vor Spionage gegen mich zurückschreckt. Gut. Bevor ich mit dem Krieg anfange. Wahnsinn. Naja, immerhin eine Runde. Hätte ich letztes Mal eine Runde schneller gehandelt. Eine Runde. Das ist so übel. Ja, hier bauen wir dann noch erstmal. Er wurde entdeckt, aber nicht getötet. So, nach einer Runde, dann ist hier die Bibliothek fertig. Noch drei Runden. Also es sieht ganz gut aus, dass das große Buff für mich wirklich keine Rolle wegnimmt, aber
weiß natürlich immer nie. Und dann müssen wir mal gucken, wie das genau funktioniert. Ich brauche unbedingt noch zwei Runden, dann habe ich... Dann habe ich das fertig, dann kann ich Zoos bauen. Hermitage, ich krieg all das, womit die hier auch schon irgendwie angezeigt werden, also das war für mich das Verwirrende, deswegen dachte ich, ich hätte die schon. Ah, interessant. Aha. So. Du gehst nach... Alab, nach Damaskus habe ich schon. Nach Kabul. Nach Kani habe ich auch schon. Von da aus. Ja. Mehr Geld, die Herren. Mehr Geld. So. Kaufen. Von Hadan. Was hat dann? Ah ja. Von Hadan nach Chaodong. Dann und Produktionsgebäude bauen. Nein. Oh, Industrie. Oh, oh. Ich muss mich da unbedingt reinhauen. Auch wenn die Sumerer schon wieder so gut sind, was die großen Händlerpunkte angeht. Das ist ja unglaublich. Warum sind die da so gut drin? Ich brauche auch mehr Händler. Ja, krass. Das ist wirklich krass. Zumal der große Händler kann echt entscheidend sein. Wie weit liege ich hinten im Tourismus? 15. Ich Archäologen und dann geht's ab. Na, kommst du? Komm, 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 komm. Ach ja, rekrutiert einen großen Ingenieur. Wäre ich bei der Schöpfung anwesend gewesen, hätte ich ein paar nützliche Tipps für eine bessere Ordnung des Universums parat gehabt. Herzmaul. Also das ist ja auch dreist. Nichts Neues? Okay. Gut. Oder nicht? So, dann... Ich mal, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Zu Kommunismus, genau. Und den. Ah ja. Sehr, sehr schön. So.
Jetzt. Ein Archäologe würde mich 1002. Warum kostet der mich denn so unglaublich viel Geld? Ich dachte 400. Jetzt 1000. Ich bin sprachlos. Und ich werde trotzdem welche anfangen zu bauen, ne? Also ich werde mir natürlich welche bauen dann, aber bin doch etwas sprachlos. Da muss ich sehen, dass ich meinen Tourismus-Output stark erhöhe durch die Artefakte. Tja. Vielleicht sollte ich auch den Engländer wieder mal versuchen. Eine Allianz anzubieten, das wäre vielleicht eine schöne Idee. Der Eiffelturm macht mir Sorgen, seitdem der Sumerer mir das Ruhrgebiet weggenommen hat. Eine Runde vorher. Eine Runde vorher. Und der König Salomo gab der Königin von Reich Arabien alles, was sie begehrte und bat, außer was er ihr von selbst gab. Und sie wandte sich und zog in ihr Land samt ihren Knechten. Erste Könige, Vers 10, Psalm 13. Ich weiß nicht mehr, 10, 13. Ich glaube, ich könnte es in der Bibel finden. Ich glaube, es war... Und es gibt immer diese großen Punkte, ne? Und dann gibt es diese kleinen Markierungen. Ja, naja. Gut. Ein Weltwunder wurde erschaffen. Bin ich schon mal ganz froh darüber, dass man das keiner voll genommen hat. Was ist denn der Effekt? Diesmal Damaskus. So, jetzt habe ich aber nicht ganz gelesen, was ist der Effekt. Wo kann ich das denn nachlesen? Wo ist eine Waffe? Und wahrscheinlich ein Händlerposten. Ja. Das würde zumindest so irgendwie hinhauen. Archäologen, du brauchst einen Archäologen. Du kannst auch eine Sache bauen. Du brauchst hier noch. Dann gehen wir in die nächste Runde und noch zwei Runden. Dann haben wir hier das auch noch repariert. Wie gesagt, ich habe endlich die Kriegsmüdigkeit überwunden. Das war ja mein größtes Problem in der ganzen Zeit. Das hat ja mein Städtewachstum bis vor kurzem noch gehemmt. Und jetzt ist es der mangelnde Wohnraum. So, was sagt denn der Eiffelturm eigentlich? Was genau? Genau, alle Gelände in eurer Zivilisation erhalten plus 2 Anziehungskraft. Also, das wäre schon enorm wichtig. Du bist mal nach da. Ich könnte einen Zoo bauen. Könnte versuchen, hier die Ermitage zu bauen. Die Bedingungen für die Ermitage. Muss an einem Fluss angrenzen, das ist alles. Ich könnte sie hier hinbauen. Warum eigentlich nicht? Das kann ich versuchen. Ich habe jetzt natürlich ganz schön auf. Ja gut, das mit meiner Religion wird auf jeden Fall nichts mehr. Da wird die Stadt ja noch eher islamisch. Da fehlt ja nur noch eine.
Das ist ärgerlich. Tut mir leid, Taosmus, ich habe dich zu lange unterschätzt. Jetzt zahle ich die Wiese dafür. Keine eigene Religion. Tragisch, tragisch. Tragisch, tragisch. Ja, ja. Was habe ich denn im Paris eigentlich gebaut? Ein archäologisches Museum. Dauert zwar alles ein bisschen, aber das ist okay so. Ich habe gleich die Chemie fertig. Wie gesagt, ich muss langsam anfangen, in der Tourismusschraube zu drehen. Ich bin noch 11 hinterher, aber ich bin immer noch hinterher. Chemiker stottern meistens nicht. Es wäre auch mehr als schlimm für sie, denn wie sollten sie je Wörter wie Methyl-Ethyl-Amylophenyl aussprechen? Sir William Crookes. Ja, genau, das ist die Begründung. Produktionieren über alles. So, Technologien. Na denn. Na gut. Okay, lassen wir das mal so stehen. Ein großer Ingenieur. Diese Stadt gewährt allen zugehörigen Geländefeldern plus einen Anziehungs. Das ist okay. Und du baust. Ich überlege, machst mal dieses Projekt und du gehst nach da unten, das ist auch nicht schlecht. Naja, deine letzte Aufladung. So. Möge Paris erblühen. So, und hier. Haben wir fast das Schiff versenkt. Und hier ist der Archäologe fertig. Der hat nur eine Aktion. Gott. Ach, das ist gar nicht der Archäologe. Nee, du musst. Ah. Eine Stadt, welche Stadt?
möchte ich denn jetzt die Ehre gewähren? Welche Stadt hat es denn schwer? Na gut, gehen wir mal weiter. Ich sollte ihn nach Sanaa schicken. Aufgrund der vielen Minen wird Sanaa kein besonders gutes Pflaster sein, aber wenn ich es aufwerte und aufwerte, dann sollte es noch gerade so funktionieren. Das dauert noch ganz schön lange. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich ja die Hermitage fertig. Natürlich. Ich darf geschnappt, aber handeln mit China. Ja. Warum kriege ich so eine Gerüchte angezeigt? Ich meine, gehe nicht davon aus, dass ich das weiß, dass ich den handel. Na gut. Okay, gut. So, hier ist gleich das nächste Viertel fertig. Dann habe ich das. Ich muss sehen, dass ich mehr große Persönlichkeiten kämpfen kann, ich mal nicht seht. Das sieht jetzt hier gerade irgendwie ganz gut aus. Oh, hier sieht's gut aus. Den muss ich unbedingt haben. Ich muss den Tourismusvorteil kriegen. So, wo sind wir denn? Aber schon wieder in der nächsten Runde, okay. So. Kilimandscharo gestoßen. Oh. Interessant. Aha. Großteil der Städte Englands sind zum Protestantismus gewechselt. Ja, ja, das ist schön. Euer Spion hat vom Campus einer fremden Stadt Technologie-Geheimnisse gestohlen. Euer Wissen über Technologie-Kernfusion hat große Fortschritte gemacht. Aha. Cool. So. Das archäologische Museum. Braucht mehr Archäologen. Oh je, ich hoffe echt, ich krieg die beiden halt wunderfertig, aber hier mache ich mir noch etwas Sorgen, die 15 Runden. Ja. Ich weiß nicht.
Nicht jeder, der wandert, ist verloren. Schön. J.R.R. Tolkien. Wahrscheinlich aus der Hobbit. Diese ganzen Wandermetaphern von ihm. In der Zentrum. Ich muss unbedingt versuchen, einen Händler zu bekommen. Vielleicht ein bisschen vorne, aber der ist wirklich gut. Wow, das ist auch gut. Gerade für das Endziel ist das echt. Welches Wunder. Ja, denunziere mich. Klar denkt er das. Broadway. Verdammt. Ah. Sehr gut. Dann mache ich das doch gleich. Nächste Runde. Ach, Ziggurats. England hat die Forschung nicht mehr. Was? So, dann vor einem Amphitheater. Achso, noch beschäftigt ist. Okay, ja, das verstehe ich. Agenda-Hedonist. Das, okay. Kann mir jetzt nichts direkt drunter vorstellen, aber gut. Müssen wir mal schauen. Nach 14 Runden bis zur Fertigstellung des Eiffelturms. Das wäre natürlich wieder so ein Ding, wenn ich den jetzt noch kriegen würde. Ich habe 14 Händler rumschwören, ich habe eine ganze Menge Gold. Und ich habe gleich meinen ersten Archäologen fertig. Ja. Und dann müssen wir mal schauen. Dann kann ich nämlich hier sagen, ich gehe jetzt in meinen Hafen. Dich schicke ich dich als Archäologen. Schicken wir mal nach da oben. Du darfst Artefakte ausgeben. Eurem Archäologen ist aufgefallen, dass das Gestein vor Erdöl trieft. Vielleicht sollte sich das euer Geologe einmal ansehen. Okay, Sana hat gerade keine Wege offen oder ich habe mehr Hände. Wahrscheinlich mal wieder mehr Hände, als ich haben dürfte. Ja. Genau. Das heißt. Jetzt sind wir erstmal den Markt. Und hier könnte ich natürlich ein Industriegebiet basteln, also das wäre jetzt hier perfekt. Ist einfach zu perfekt. Und hier könnt ihr mich da noch beteiligen und dann kann ich mich entscheiden. Euer Archäologe Longway hat auf den antiken Schlachtfeldern Objekte aus China und Barbarenland gefunden. Die Entdeckung scheint seit der Klassik hier begraben zu liegen. Wird das Artefakt der gewünschten Nation, das ihr in diesem Ort bergen sollt? China. Speer. Große Werke ansehen. Wunderbar. 3 Tourismus extra. Jawohl. Und dafür habe ich mir jetzt genug Platz für Artefakte. Ist jetzt nur die Frage, ist der jetzt verbraucht? Na gut, ob er jetzt endgültig verbraucht ist oder nicht, das erfahren wir jetzt nicht mehr in diesem Teil des Let's Plays. Ich nutze diesen wunderbaren Erfolg, um erstmal das Let's Play zu pausieren. Euch wünsche ich eine wunderbare Zeit, bis wir uns beim nächsten Let's Play wiedersehen. Auf Wiedersehen, euer Harden.